Lieber Herr Münch, liebe Kollegen aus dem Deutschen Bundestag, Kolleginnen und Kollegen aus dem Deutschen Bundestag, lieber Kollege Lewenz, Herr Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts, meine sehr verehrten Damen und Herren, zunächst bitte ich um Verständnis für die Verspätung, die ich Ihnen heute zumuten musste, aber Sie können sich sicher vorstellen, dass die Kabinettssitzung, die sonst schnell zu Ende ist, heute einen etwas längeren Beratungsbedarf hatte. In voller Besetzung und dann in etwas kleinerer Besetzung des Sicherheitskabinetts. Und deswegen hat es ein bisschen länger gedauert. Meine Damen und Herren, vor einem Jahr, auch in diesem Raum, haben wir Herrn Zierke verabschiedet, Herrn Münch in sein Amt eingeführt und zu dem Thema organisierte Kriminalität diskutiert. Das bleibt wichtig. Seitdem hat sich auch im BKA viel geändert. Die Bürgerinnen und Bürger sagen natürlich vor lauter Flüchtlingen und Terror, denkt bitte daran, dass bei mir nicht so viel eingebrochen wird. Wir müssen auch die sonstigen wichtigen Aufgaben, die wir haben, jeder in seinem Feld weiter beackern und bearbeiten und auch sichtbar nach außen. Und das wird auch so bleiben. Und dennoch kommt uns das ziemlich weit weg vor. Und das Thema Terror hat einfach eine so überragende, auch psychologische Wucht, dass wir in diesen Tagen wieder darüber reden. Und eben nicht nur reden, sondern handeln und Tote beklagen. 132 Tote bis jetzt. Über 350 Verletzte, viele, viele, über 90 ringen noch mit dem Leben. Das ist die schreckliche Bilanz einer einzigen Nacht, mitten in Europa. Terror heißt Furcht. Das ist in Paris 10 Monate nach dem Anschlag auf die Redaktion von Charlie Hebdo erneut Wahrheit geworden. Angst, Verunsicherung und Wut sind in diesen Tagen ebenso zu spüren wie Entschlossenheit, Mut und Zusammenhalt. Mut, sich dem sogenannten Islamischen Staat nicht zu beugen. Die barbarischen Anschläge in Paris richten sich nicht nur gegen die Menschen vor Ort. Nicht nur gegen Frankreich, sondern gegen unser Leben, gegen unsere Werte, gegen unsere Gesellschaft. Wer Freiheit als Bedrohung sieht, wird immer gegen uns sein. Und wer wie wir für Freiheit streitet, der wird immer gegen die Feinde der Freiheit sein. Meine Damen und Herren, die Bedrohungslage für Europa und auch für Deutschland ist ernst, wirklich ernst. Deutschland steht wie viele andere westliche Staaten im Visier des islamistischen Terrorismus. Dieser islamistische Terrorismus wandelt sich. Das betrifft Erscheinungsformen, Begehungsweisen und Ziele der Extremisten. Herr Münch hat davon eben gesprochen. Nach allem, was wir bisher wissen, war Paris das Ergebnis oder Teil einer koordinierten Anschlagsserie des sogenannten Islamischen Staates. Sollte sich das bewahrheiten, wäre dies der erste durch den IS gesteuerte Anschlag in Westeuropa, aber vermutlich nicht der letzte. Das konzertierte Vorgehen und die verwendeten Tatmittel deuten jedenfalls auf gut ausgebildete Täter und eine längere, hochkonspirative Tatplanung hin und außerdem auf eine länger andauernde Tatausführung, die nicht mit einem Anschlag, mit einer Explosion erledigt ist. Vor diesem Hintergrund hatten wir gestern eine schwierige Entscheidung zu treffen. Ich habe nicht ohne Grund in allen meinen öffentlichen Äußerungen nach dem Pariser Anschlag darauf hingewiesen,
dass es vor und noch mehr nach solchen Anschlägen immer wieder Hinweise auf bevorstehende Anschläge gibt. Und in jedem Einzelfall sitzen die Sicherheitsbehörden zusammen im GTAZ oder in anderer Zusammensetzung und beraten, wie sind diese Gefährdungshinweise einzuschätzen. Nehmen wir jeden Gefährdungshinweis, sei er noch so vage oder sei er zwar konkret, aber möglicherweise nur Absicht. Nehmen wir jeden dieser Hinweise bitter ernst, dann legen wir das öffentliche Leben in Deutschland lahm. Ignorieren wir solche Hinweise, sagen, es wird schon nichts hinter sein, gehen wir möglicherweise leichtfertig Gefährdungen für unser öffentliches Leben ein. Und diese Abwägung ist immer wieder zu treffen. Dabei versucht man im Laufe eines solchen Entscheidungsprozesses, die Informationen zu verdichten, aus dem ersten Hinweis weitere, vielleicht ergänzende, widerlegende, bestätigende Hinweissplitter zu finden und dann die Vor- und Nachteile einer Entscheidung für die Durchführung oder gegen die Durchführung einer Veranstaltung abzuwägen. Auch das haben wir gestern getan. Vorgestern beginnend. Sehr ernst und gewissenhaft. Und ich möchte gerne auch die Gelegenheit nutzen, wir reden ja sonst oft zu Recht auch von den Sicherheitsbehörden und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Aber es gibt auch mal eine Situation, da kommt es auf die Chefs an. Und ich will gerne die Gelegenheit nutzen, mich für die persönliche Beratung durch den Chef des Bundeskanzleramts, den Chef des Bundesamtes für Verfassungsschutz, den Chef der Bundespolizei und den Chef des BND und meine leitenden Abteilungsleiter und die Staatssekretärin Haber und Herrn Staatssekretär Fritsche oder auch die Stellvertreter zu bedanken. Das war ernsthaft, zielführend und gemeinschaftlich. Und es war keineswegs von Anfang an klar. Aber als ich dann im Laufe des frühen Abends die Informationen so verdichteten, haben wir gegen unsere eigentliche Absicht zum Schutz des Lebens und der Sicherheit vieler, vieler tausend Menschen die bittere Entscheidung gemeinschaftlich getroffen, dem veranstaltenden Land zu empfehlen, das Fußballspiel abzusagen. Natürlich waren Herr Pistorius und ich und die Sicherheitsbehörden untereinander auch mehrfach im Kontakt, sodass es dann nur eines blitzschnellen Anrufs bedurft hat, um dieses Ergebnis herbeizuführen. Die Zusammenarbeit insgesamt zwischen den handelnden Personen, aber auch den Polizeikräften, den Sicherheitskräften in diesen Tagen war sehr gut. Nun gibt es eine Debatte, wie gehen wir da mit der Öffentlichkeit um? Und ich will ganz kurz noch mal meine Position dazu erörtern. Wir können nicht jeden Hinweis dieser Art in der Öffentlichkeit diskutieren. Weder vor einer Lage, erst recht nicht während einer Lage, auch nicht durch Presseaktivitäten. Und allermeistens auch nicht nach einer Lage. Warum ist das so? Der erste Punkt: Viele dieser Hinweise kommen von Institutionen, Einrichtungen, Menschen, die wollen nicht, dass die Tatsache, dass sie den Hinweis geben, bekannt wird. Wenn das passiert, besteht die Gefahr, dass sie vielleicht in Zukunft keinen Hinweis mehr geben, weil Sie oder die Quelle, von der Sie die Informationen haben, vielleicht sogar gefährdet wird. Und es wäre dann nicht in unserem Interesse, ich sage es ganz ernst, nicht im nationalen Interesse, solche Hinweisgeber
dazu zu veranlassen, in Zukunft uns nicht mehr mit solchen Hinweisen auszustatten. Der zweite Grund ist, die Abwägungskriterien für eine solche Entscheidung sind nicht leicht. Da kann man mit standardisierten Verfahren die Dinge beschleunigen und rationaler machen. Aber letztlich ist es eine persönliche und politische Abwägungsentscheidung, die einem niemand abnehmen kann. Und die Kriterien dieser Abwägungsentscheidung müssen vertraulich bleiben. Und drittens, vor allen Dingen deswegen, weil wir für die Zukunft gegebenenfalls andere oder gleiche oder ähnliche Entscheidungen treffen wollen. Und die vollständige Offenlegung solcher Abwägungskriterien führt zur Berechenbarkeit unseres Handelns. Und das wollen wir genau den Hinweisgebern nicht ermöglichen, mit dieser Berechenbarkeit zu spielen. Denn natürlich ist leider die Folge einer solchen Entscheidung, dass möglicherweise Menschen, die gar nicht einen Anschlag planen können, aber mit einem Hinweis uns verunsichern zu können glauben, exakt darauf neue Hinweise stützen. Und aus all den Gründen bitte ich um Verständnis dafür, dass wir mit der Öffentlichkeitsarbeit vor, während und nach einer solchen Lage besonders zurückhaltend sind und sein wollen. Meine Damen und Herren, die Abstimmung mit den Sicherheitsbehörden der Länder, in dem Fall der Bundesländer, aber auch unserer internationalen Partnern ist zwingend für eine solche Lage. Wir überwachen, wir halten die Gefährder in Deutschland unter Wind. Das gilt auch für Personen oder Personengruppierungen aus dem rechtsextremen Bereich, weil wir insbesondere aus der Zeit nach Charlie Hebdo wissen, dass es die Gefahr von Resonanzstraftaten gibt. Also Menschen, die sagen, na, wenn das passiert, dann wollen wir uns mal mit Waffengewalt dagegen wehren. Und deswegen ist es sehr wichtig, auch dort im Blick zu behalten, ob sich dort etwas auftut oder verstärkt. Wir haben die Polizeipräsenz erhöht, der Bund an Flughäfen und Bahnhöfen, die Länder an entsprechenden Orten kritischer Infrastruktur nach eigener Gefährdungsbewertung. Wir haben die Grenzkontrollen, insbesondere nach Frankreich, verstärkt. Und wenn Sie sehen, welche Kommunikation es zwischen Frankreich und Belgien gibt und wissen, wie das Dreiländereck ist, dann liegt relativ nahe, dass wir gut beraten sind, solche Grenzkontrollen, die natürlich ein bestimmtes Ziel haben, auch so im Blick zu haben, dass man gegebenenfalls flüchtende Täter entdeckt. In der Nähe von Aachen hat es einen sehr professionellen, guten Einsatz gegeben. Leider war die Person, um die es ging, nicht unter denjenigen, die man dort festgenommen hat. Das kommt vor. Liegt nicht an der Polizei, sondern an der Art und Weise des Hinweises. Und das wird auch zukünftig so sein. Im Zweifel machen wir dort lieber einen Polizeieinsatz mehr als einen weniger. Wir machen lageangefasste Gefährdungsbewertungen für Schutzobjekte und Schutzpersonen und eine Reihe von verdeckten Maßnahmen natürlich. Worauf es in Zukunft aber genauso und vielleicht noch intensiver ankommt als bisher, ist die enge Zusammenarbeit mit den Sicherheitsbehörden anderer Staaten. Natürlich stehen wir in engstem Kontakt mit unseren französischen Kollegen auf allen denkbaren Ebenen. Das könnte nicht besser sein. Aber Paris und alles, was damit im Zusammenhang steht, ist auch erneut ein Beleg dafür, wie wichtig die Kooperation der Sicherheitsbehörden und der Staaten auf europäischer Ebene und darüber hinaus ist. Wie wichtig der Austausch von Informationen und Daten und wie wichtig auch gemeinsame Standards in der Terrorbekämpfung. Ein nicht unerheblicher Teil der Hinweise, die wir bekommen, bekommen wir von ausländischen Nachrichtendiensten. Und wir haben die Absicht, solche Hinweise auch auszuwerten, was immer wir daraus machen. Und darunter sind dann auch Dienste,
von Staaten, die nicht in jeder Weise unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung entsprechen. Und trotzdem ist eine solche Zusammenarbeit der Dienste unter Wahrung dessen, was wir rechtsstaatlich für richtig halten, im Interesse der Sicherheit unseres Landes dringend geboten. Und wir müssen dort ein insbesondere ein Augenmerk richten auf die sogenannten Dschihadisten, Reisende in das Krisengebiet Syrien, Irak. Wenn Sie sich die Täterprofile angucken, der Attentäter von Paris, so sind ganz viele zwischendurch, kürzlich oder seit längerer Zeit in Syrien gewesen, im Irak gewesen, um im Austauschwege Terroranschläge vorzubereiten, in Syrien oder im Irak dem sogenannten Islamischen Staat zu helfen oder in anderer Weise Logistik aufzubauen oder sogar von dort aus Anschläge zu führen und zu koordinieren in Europa. Wir brauchen gemeinsame Regeln, die die Finanzierung von Terrorismus unterbinden sollen. Das war eine wichtige Entscheidung von G20 in der Türkei vor wenigen Tagen. Und in Europa treffen wir uns am Freitag im Kreise der Innen- und Justizminister. Und dabei geht es neben anderen Themen und neben der Geste der Solidarität, die wir dort mit Frankreich zeigen wollen, auch um zwei zentrale Themen. Das eine ist das Abkommen über europäische Fluggastdaten, insbesondere von und nach Europa. Ich habe schon erläutert, warum das wichtig ist im Blick auf die Bewegung von Terroristen oder möglichen Terroristen in Krisengebiete. Dort verhandeln wir viele Jahre. Wir sind im Trilog zwischen Parlament, Kommission und Rat. Die Positionen sind beachtlich weit auseinander. Aber es müsste doch jetzt gelingen, bis zum Ende des Jahres diesen Trilog zu beenden. Dann haben wir immer noch eine Übergangsphase, bis wir das entsprechend einführen. Aber ich denke, es ist geboten, dass wir diese Debatte jetzt positiv beenden. Und das Zweite ist, was auch schwierig ist mit unseren ganzen nationalstaatlichen Regelungen, der Umgang mit Schusswaffen. Verlauf, Ursprünge, Nutzung, Vernichtung von Schusswaffen. All das ist sehr wichtig, auch supranational hinzubekommen. Und auch das wird ein Gegenstand unserer Beratung am Freitag sein. Nun haben wir das, ist gerade in diesen Tagen vielleicht nicht so sichtbar geworden, aber in den letzten Wochen vielleicht doch. Wir haben in den letzten Wochen vor und nach dem Anschlag auf Charlie Hebdo auch gesetzgeberisch sehr viel gemacht. Wir haben die Möglichkeit geschaffen, Ausreisern unter bestimmten Bedingungen nicht nur den Pass, sondern auch den Personalausweis zu entziehen. Wir haben das Reisen in terroristischer Absicht unter Strafe gestellt, einen neuen Straftatbestand der Terrorfinanzierung geschaffen. Wir haben sehr viele Ermittlungsverfahren in diesem Zusammenhang, wie selten zuvor. Wir haben eines der Terrorbekämpfungsgesetze für weitere 5 Jahre verlängert und damit die nachrichtendienstliche Befugnisse zur Auskunftseinholung bei Luftfahrtunternehmen, bei Kreditinstituten, bei Telekommunikationsdiensten verlängert. Wir haben nach Jahren Bundestag und Bundesrat das Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung oder für die Höchstspeicherfristen oder die Mindestspeicherfristen oder wie immer Sie das nennen wollen, jedenfalls dieses hoch umstrittene Thema beendet und ein Gesetz dafür geschaffen. Und wir haben für die Reisebewegung dschihadistischer Kämpfer im Schengener Informationssystem Maßnahmen ergriffen, sodass jeder Beamte an einer Schengener Außengrenze, wenn er nachfragt, weiß, wen er vor sich hat. All das ist in den letzten Wochen und Monaten geschehen. Wir haben neben den Gesetzen auch finanzielle Mittel in die Hand genommen. Das will ich jetzt hier aus Zeitgründen nicht im Einzelnen vortragen. Aber letztlich das Sicherheitspaket im Regierungshaushalt, die Entscheidungen in der Bereinigungssitzung führen dazu, dass die deutschen Sicherheitsbehörden im nächsten Jahr rund knapp 4.000 zusätzliche Stellen bekommen. Und da sind die Stellen, die das Bundesamt für Verfassungsschutz bekommt und die ich hier nicht öffentlich nennen kann, noch nicht einmal einbezogen. Hinzu kommen entsprechende Sachmittel, Ausstattung und Ähnliches. All das ist, glaube ich, gut und richtig. Und es ist schön,
dass wir das alles vor dem Anschlag von Paris gemacht haben. Das führt mich zu einer weiteren Bemerkung. Sicherheitspolitik, Politik für öffentliche Sicherheit, ist oft ein Spielball sehr unterschiedlicher Positionen, sehr ideologiebehaftet. Sie ist fast immer hoch umstritten. Und irgendwo ist das auch okay. Wenn es um die Balance zwischen Freiheit und Sicherheit geht, dann ist es gut und richtig, dass sich Demokraten darüber streiten. Aber wir haben so pawlowsche Reflexdebatten. Auf der einen Seite die, die reflexhaft aufschreien, wenn es um Videoüberwachung, Schleierfahndung oder Mindestspeicherfristen geht. Auf der anderen Seite aber auch die, die reflexhaft sofort nach Anschlägen, sofort nach neuen Gesetzen rufen. Welches Extrem gerade überwiegt, hängt oft mit der gefühlten Bedrohungslage zusammen. Je zeitlich näher man an einem Anschlag ist, umso eher sagt man, wir brauchen neue Gesetze. Und je weiter man weg von einem Anschlag ist, umso eher sagt man, oh Gott, bloß keine neuen Gesetze, die die Freiheit einschränken. Ich möchte uns dazu aufrufen, dass wir in keines dieser Extreme verfallen. Weder das eine noch das andere, dem einen oder anderen Versuchung erliegen. Egal aus welcher Richtung der Wind weht, egal wie groß der zeitliche Abstand zu einem Anschlag ist, wir müssen Kurs halten. Wir müssen verantwortungsvoll bleiben, wir müssen das tun, was nötig ist, mit Maß und Mitte. Sollten sich neue Maßnahmen erforderlich machen, im Rahmen der geltenden Gesetze, dann werden wir sie, dann werde ich sie ergreifen. Sollte ich der Überzeugung sein, dass Gesetzesänderungen erforderlich sind, dann werde ich sie auch vorschlagen, auch mit Nachdruck. Aber nur dann, nicht zur Befeuerung der politischen Debatte. Terrorismusbekämpfung braucht Geschlossenheit und nicht Streit. Meine Damen und Herren, ich will gerne aber auch vor überzogenen Erwartungen an politisches Handeln im Bereich von Terrorbekämpfung warnen. Trotz bester Ausstattung, trotz umfangreicher Befugnisse. Polizeikräfte können nicht überall sein. Einen absoluten Schutz, hundertprozentige Sicherheit wird es in unserer offenen und pluralistischen Gesellschaft niemals geben. Und in Wahrheit wissen das auch alle Bürgerinnen und Bürger. Trotz der fürchterlichen Ereignisse von Paris, trotz der bitteren Absage des Länderspiels von gestern Abend, sollten und werden wir unser offenes und freiheitliches und friedliebendes Leben nicht aufgeben. Ich bin mir sicher, die Menschen wollen und werden auf Großveranstaltungen gehen. Sie werden Konzerte besuchen, sie werden in Theater gehen, sie werden auf Marktplätze gehen, sie werden auf Weihnachtsmärkte gehen und sie werden auch in Fußballstadien gehen. Und wir sollten sie darin ermuntern. Und gleichzeitig sind wir wachsam. Wir werden mit Härte und Repression, aber auch mit Aufklärung und Prävention vorgehen. Bitte unterschätzen wir nicht die nachhaltige Wirkung von Prävention. Auch das zeigen internationale Vergleiche. Wer sind denn die Täter? Es sind überwiegend junge Männer, fast noch Jugendliche. Schauen Sie sich mal die Bilder der Attentäter von Paris an. Was sind das für jugendliche Gesichter? Sie lassen sich radikalisieren, um im terroristischen Kampf in Syrien, im Irak oder bei uns zu wirken. Viele von ihnen haben zwar in irgendeiner Form ausländische Wurzeln, die allermeisten sind aber in Europa aufgewachsen. In Deutschland, in Frankreich, in Belgien und anderswo. Sie haben unsere Schulen, unsere Moscheen besucht, sind in unseren Sportvereinen gewesen. Sie sprechen besser Deutsch als die Muttersprache ihrer Eltern oder Großeltern und erst recht besser Deutsch als Arabisch. Sie sind
Kollegen in Betrieben gewesen. Sie sind unter uns aufgewachsen und sozialisiert. Die Attraktivität und Dynamik des islamistischen Terrorismus auf bestimmte Menschen ist ungebrochen. Man kann sagen, na ja, die Zahlen der Gefährder steigen nicht mehr so exorbitant wie vielleicht noch vor einem Jahr, das mag alles sein, aber sie steigen. Man kann sagen, na ja, pro Kopf der Bevölkerung ist unsere Zahl vielleicht etwas kleiner als anderswo, na ja. Aber erstens ist die Zählweise immer ein bisschen anders und zweitens kann uns das ja überhaupt nicht beruhigen. Deswegen müssen wir so früh wie möglich ansetzen, um Radikalisierung zu vermeiden. Wir müssen dafür eintreten und dafür wirken, dass Repression und Prävention nicht gegeneinander ausgespielt werden. Die einen machen so das Schöne dazu und die anderen kämpfen wirklich gegen Terrorismus. Beides gehört zusammen, Repression und Prävention. Wenn es um Vorbeugung geht, sind allerdings die Sicherheitsbehörden nicht immer als erstes gefragt, sondern jeder Einzelne von uns, jeder Vater, jede Mutter, jeder Freund, jeder Nachbar, jeder Lehrer, jeder Arbeitgeber, jeder Trainer im Fußballverein, jeder Mitspieler. Wir dürfen nicht die Augen verschließen. Wir dürfen uns nicht schämen, es zu sagen, wenn sich jemand in unserem Umfeld verändert oder radikalisiert. Es ist kein Verrat am eigenen Sohn, an der eigenen Tochter, an der eigenen Familie, am eigenen Kollegen, kein Verrat am Mitschüler, sondern ein Ausdruck von Sorge und ein Zeichen von Liebe und Gemeinschaft, wenn man dafür sorgt, dass solche Radikalisierungsprozesse abgebrochen werden, unterbrochen werden, dass wir die Menschen zurückholen in unsere Gesellschaft. Nichts davon kann ein Innenminister des Bundes oder des Landes verordnen. Hier ist die Gesellschaft als Ganzes gefragt, gewiss auch mit Beratungsangeboten. Vieles gibt es. Viel kann man noch mehr machen. Aber ohne die gesellschaftliche Beteiligung wird das nicht gelingen. Wir können nur etwas erreichen, wenn jeder dort seinen Beitrag leistet. In den letzten Jahren wurden viele gute staatliche und zivilgesellschaftliche Initiativen und Programme gestartet. Auch viele junge Muslime und Moscheegemeinden sind aktiv und arbeiten mit Herz und Engagement daran, das Geflecht von Perspektivlosigkeit und Radikalisierung zu durchbrechen. Auch sie sind Opfer und wurden durch sinnlose Anschläge aus dem Leben gerissen. Muslime sind auch Opfer, weil ihre Religion für Hass und Gewalt missbraucht wird. Am Montag haben 8 islamische Dachverbände gemeinsam in einer Erklärung erneut unmissverständlich Gewalt und Terror im Namen des Islam verurteilt. Weitere Organisationen haben diese Erklärung unterzeichnet. Und sie haben gesagt, ja, es ist auch unsere Aufgabe, der Radikalisierung entgegenzuwirken. Wir tun dort viel, aber wir wollen und müssen noch mehr tun und wir bitten um Unterstützung der ganzen Gesellschaft. Diese klare Reaktion, diese deutliche Verurteilung des Terrors sind wichtig und ich bedanke mich dafür. Meine Damen und Herren, die vielen jungen Menschen, die sich in diesem Lande nicht dazugehörig fühlen, die ein einfaches Koordinatensystem brauchen, die Anerkennung suchen, die dürfen wir nicht verloren geben, sonst zahlen wir einen teuren Preis. Wir brauchen mehr Aufklärung darüber, dass der friedliche Islam von Demagogen missbraucht wird. Mehr Aufklärung darüber, dass dem propagierten Mythos des sogenannten Islamischen Staates tatsächlich barbarische Tötungen, Unterdrückung und ethnische Säuberungen gegenüberstehen. Mehr Aufklärung darüber, dass die Extremisten den Islam zu einer Ideologie des Hasses und der Gewalt pervertieren. Dass sie Zwietracht in den europäischen Gesellschaften auf dem Rücken von muslimischen Gesellschaften säen. Das alles sind keine einfachen Aufgaben. Sie sind auch nicht erledigt durch eine gute BKA-Herbsttagung. Wir brauchen dafür Engagement, Nachhaltigkeit, Gemeinsamkeit und Zuversicht. Die Reaktionen auf die Anschläge von Paris haben gezeigt, wir lassen uns nicht spalten. Wir stehen gemeinsam für unsere Werte
und für unsere freiheitliche Gesellschaft ein. Auf Dauer ist Freiheit immer stärker als jeder Terrorismus. Vielen Dank.